Am 7. August wählte die CDU Mecklenburg-Vorpommerns auf ihrem Landesparteitag in Güstrow einen neuen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin. Unter den Delegierten auch CDU-Mitglieder aus Nordwestmecklenburg. Tom Brüggert sitzt für die CDU in der Wismarer Bürgerschaft und im Kreistag Nordwestmecklenburg. Trotz zahlreicher Sitzungen ist ein Landesparteitag etwas Besonderes. Ja, also Routine ist es noch nicht. Es ist immer wieder was Neues, es ist immer wieder neuer Inhalt. Es geht um andere Leute und andere Themen, andere Orte. Also es ist doch schon noch aufregend. Wie erwartet wurden die einzigen Kandidaten für den Landesvorsitz und die Stellvertreterin gewählt. Michael Sack, derzeit Landrat in Vorpommern-Greifswald, erhielt knapp 95 und Ann-Christine von Allwörden 76% der Delegiertenstimmen. Für Tom Brüggert ist die Wahl des Vorsitzenden Michael Sack eine gute Entscheidung, auch für Wismar. Ja, also Michael Sack hat sich bei uns auch vorgestellt, schon in Nordwestmecklenburg. Und obwohl er aus Vorpommern kommt sozusagen, sind wir sehr zufrieden mit der Wahl. Er hat kommunalpolitische Erfahrung, die wir vor allem brauchen, auch in Mecklenburg, aber auch im ganzen Land. Und von daher sind wir guten Mutes, dass er unser nächster Ministerpräsident wird und unser Land noch besser macht, als es schon ist. Mit der Wahl von Michael Sack endete ein halbjähriges Vakuum an der CDU-Spitze in Mecklenburg-Vorpommern. Auf Bundes- und Landesebene konnte die Partei durch professionelles Corona-Krisenmanagement in Wählerumfragen punkten. Auch die Philipp-Amthor-Affäre tat dem keinen Abbruch. Und während sich die AfD selbst zerlegt, sorgte MVs Politveteran Eckhard Rehberg für einen neuen Vorsitzenden. Tom Brüggert nahm auch noch eine andere Botschaft von Eckhard Rehberg mit nach Hause. Also ganz wichtig ist dieses Bekenntnis auch von Eckhard Rehberg, der ja noch bundespolitischer Haushaltssprecher der CDU-Bundestagsfraktion ist, dass sie sich weiter um die Werften kümmern. Ja, die Wismarer Werft, die MV-Werften sind für uns immens von Bedeutung. Und es gab hier heute ein Bekenntnis, dass da die Unterstützung vom Bund weiter da ist. Und das nehme ich so als kleinen Hoffnungsschimmer auch für unsere Hansestadt Wismar mit nach Hause. Tom Brüggert gilt mit seiner geraden, authentischen Art als Nachwuchstalent innerhalb der Landes-CDU. Der Parteitag in Güstrow hat ihn um eine Erfahrung reicher gemacht. Gerade das Netzwerken auf Landesebene, der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, bringt auch für die CDU in Nordwestmecklenburg positive Effekte.